Ich schlag mich hier immer noch bis zum Waffenlager durch in einer Nebenmission in Dead Space 3. Willkommen zurück. Und bin recht orientierungslos und hoffe, dass das Spiel mich einfach entführt. Nee, allein jetzt laufe ich ja schon wieder weiter. Oh. Das war eine gewisse Komik, würde ich sagen. Nein, es geht wirklich da weiter. Da hat sich jemand aufgespießt. Ach du Scheiße. Der schreit noch. Wie geht sowas? Oder war ich das? War ich das etwa? Ich glaube, man ist hier in verschiedenen Ebenen unterwegs und ich kann sie alle nicht auseinanderhalten. Naja. Gucken wir mal weiter. Ach, hey. Jetzt geht schon wieder nichts mehr. Toll. Was haben wir hier? Selbst die Platine geht nicht. Gut, dann muss wieder das Übliche rausgeschmissen werden. Am besten gleich zwei. Das geht ja sonst eh nicht lang. Gut, jetzt können wir hier wieder stapeln. Und die Platine braucht ja auch einen Platz. Zwei Schaden. Jawohl, obwohl ich davon schon ein paar habe. Aber bei der nächsten Bank gucke ich mal. Erstmal das hier abspielen. Ich will sie alle. Auch noch die letzte Kugel, Private. Tut mir leid, General Mahat, Sir. Aber ohne die Schlüsselkarte... Wie heißen Sie, mein Junge? Kaufmann, Sir. Private Tim Kaufmann, Sir. Mögen Sie Kartoffeln, Tim? Ja, Sir. Schätze schon, Sir. Gut, denn wenn Sie die verfluchte Schlüsselkarte nicht finden und diese Munition nicht bis Sonnenuntergang in einen Zug geladen haben, werden Sie für den Rest Ihrer erbärmlichen militärischen Laufbahn gottverdammte Kartoffeln schälen. Auch wieder so ein Ding. Spielt sonst wann in der Zukunft und da gibt es keine automatisierten Kartoffelschälmaschinen oder Androiden für sowas? Nein, das muss dann ein Mensch machen. So ein Quatsch, ne? So, die fehlt mir auch noch. Es ist doch echt verwirrend. So, was habe ich denn da eingesammelt? Wo ist denn das? Das hieß ja auch anders, ne? Das hieß komischerweise nicht Schlüsselkarte. Doch, Schlüsselkarte zum Vorratslager? Hä? Okay. So ganz will mir das nicht im Kopf. Aber das ist, glaube ich... Achso, Vorratslager. Das war diese Monorail. Na, die werde ich dann auf jeden Fall noch ausprobieren. Habe ich sozusagen zwischendurch die andere eingesammelt. Kann das sein? Ja, weil ich bin jetzt im Waffenlager. Ich will ja noch... Schlüsselkarte ist hier irgendwo. Was ist denn so Wichtiges im Zugdepot? Waffen. Und wenn ihr sie vor uns findet, dann wird niemand wiedergeboren. Also sucht weiter. Heute ohne Wiedergeburt ins Bett, na sowas. Da oben! Ich sehe ihn! Er ist auf dem Schiff! Ihr Stormtrooper für Arme, hä? Huh? Oh! Wow! Ah! Oh. Muss man einfach nur hauen, glaube ich. Noch das Beste. Nahkampf. Ha! Naja, vielleicht auch nicht. Mann! Hier, Faustkampf! Das funktioniert nicht. Jetzt pfeift er sich hier die ganzen Medipacks rein. Wolfgang gab es auch noch. Okay, wenigstens sagt es einem die Musik ganz deutlich an, wann man fertig ist. Tja. Alles voll. Zwei Platinen. Ach, ich muss zur Bank den ganzen Scheiß absetzen. Okay, hier war das Medipack. Kann ich ja nicht einsammeln, beziehungsweise will ich nicht. Gut, dann mal runter mit uns. Oh, da funkelt's auch fleißig. Halbleiter. Ich würde gerne mal den Chef sprechen, aber hier gibt's nur Halbleiter. Ah je. Ja gut, raus mit dem Kleinen wieder. Der Kleine muss raus an die frische Luft. So. Zack.
haben wir denn hier? Hier ist eigentlich nichts Spannendes. Oh, die kann ich noch stapeln. Mal die Ecken ausleuchten. Okay. Wo sind jetzt die zwei Futzigs, die ich hatte? Einer war da. Oh. Plasma. Ach man, ich brauche ihn eigentlich nicht, aber... ich brauche genauso wenig die Medipacks, ne? Deswegen können wir schon mal einen Plasmakern einsammeln, was soll's. Boing. Ah, da war's. Okay. Energiewandler, Kleinvieh macht auch Mist. Energiewandler, Altmetall. Muni und ein Audiolog. Der Befehl des Generals wurde ausgeführt, Sergeant Webber, Sir. Könnten Sie das bitte abzeichnen? Sir? Ist das Ihr Ernst? Junge, wissen Sie denn nicht, was los ist? Nein, Sir. Vergessen Sie es. Laden Sie einfach alles in den Zug. Sie finden es früh genug raus. Tolle Ansage. Lässt einen ja überhaupt nicht im Unklaren, ne? Okay, Schlüsselkarte zum Waffenarsenal. Die gute Nachricht, ich habe die Schlüsselkarte zu einem Waffenlager. Super, lassen Sie sich nicht umbringen, bevor Sie sie nutzen können. Danke, Carver. So, und jetzt wieder hoch. Jetzt wieder hoch. Irgendwas grunzt. Ah! Wo kommt ihr denn her? Ah, halt mal still da. Hier sollte irgendwie deutlich mehr los sein. Irgendwie habe ich es nicht richtig getriggert. Beziehungsweise es will nicht so recht auf mich losgehen. Ah, Wolfram gab's. Die Musik hat auch nur so halb mitgespielt, muss ich sagen. Hätte praller sein können. Da ist man von Dead Space anderes gewohnt. So, hier unten waren es auch mindestens zwei. Mindestens zwei. Da haben wir... Nein, ich wollte auch eher das Halbleiter. Dann haben wir das Medipack. Und ja, das geht immer noch nicht, oder? Ja, gut. Medipack, das alte Problem. Ich lasse sie zurück. Okay. Gut, jetzt habe ich die Schlüsselkarte zum Waffenarsenal. Waffenarsenal, Waffenlager. So, das war auch ein Medipack. Ja. Gerade mal versucht aufzufüllen. Nein, geht auch nicht. Also Anzug aufzufüllen, damit ich was einsammeln kann. Ich bin wirklich sehr voll. Und damit meine ich die Gesundheit. Hier ist diese Schlüsselkarte. Ach, reihe. Ja, danke. So, hat man kaum gesehen, aber hat mich Gesundheit gekostet, dieses Viech. So, jetzt aber. Zweiter Versuch. Und ab ins Hafenlager. Oh je. Okay, das. Ah! Oh, komm, ey! Du Scheiße! Wie viel willst du noch haben? Dem nächsten gehe ich nicht so zimperlich um. Jetzt ist aber Ruhe. Wo kam denn der her? Ich hab nur kurz nicht hingeguckt. Ey, ihr Kackviecher, ne? Das gibt's ja gar nicht. Alter. Ich flipp aus. Wow. Das war jetzt echt unnötig. Was ist denn hier? Aha. An der Tür rumfummeln. Das wär's dann hier auch, würde ich sagen. Ja, gut.
okay, das war ja simpel. Alle drei direkt in der Nähe gewesen. Was ist das denn schon wieder für ein Raum? Altmetall. Münni. Zwei Wege. Hier war ich schon mal. Da habe ich diese Schränke aufgemacht. Jetzt soll ich da lang. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, was hier war. Achso, die Ecke. Nee. Okay. Dann ist das jetzt der Weg, der zurückführt. Ah! Ah, Gott. Noch jemand? Ja. Nein. Er fällt direkt um. Oh, der Kotzer. Oh, ist hier was los. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Mit meinem schönen Goldanzug. Da fällt mir ein. Müsste ich doch auch demnächst mal wieder an der Station vorbeikommen auf dem Rückweg. Da waren ja so viele. Aber wechseln war schon wieder. Ehrlich gesagt ist mir der Goldanzug gar nicht so aufgefallen, da man hier so viel im Dunkeln läuft. Aber ja, der funkelt echt. Naja, mal gucken. Es waren ja zwei Anzugstationen. Es war eine hier drin. Warte. Und eine war noch kurz davor, allerdings auch schon hier drin, hinter der Arena. Beziehungsweise bevor ich wieder rauskomme in die Arena. Viel kann ich mir ja nicht merken, aber das habe ich mir ungefähr gemerkt. Wo soll es lang gehen? Da lang? Achso, hier. Ah, okay. War es das jetzt? Nee. Hä? Achso, sie ist ja offen. So, habe ich jetzt... Ha, scheiße. Wollte gerade mal nachgucken, ob ich dieses Ding noch im Inventar... Ja, dieses andere da habe ich noch. Das war ja auch die Vorratskammer sozusagen. Moment, dafür muss ich... Vorratslager, genau. Dafür muss ich zu dieser Monorail zurück... Oh, die ist hier, ne? Nee, auch nicht. Ey, das... Also hier sieht echt alles gleich aus. So, hier komme ich nicht zurück. Gut, dann geht es jetzt da lang, wo man mich auch haben will. Ja auch aus, als wenn da aus irgendeiner Ecke was rauskommen kann. Ah, er hat Geld dabei gehabt. Guck mal einer an. Vielleicht Gleitgel für alle Eventualitäten. Wer weiß es. Aha, hier war ich noch nie. Was ist denn das schon wieder? Also noch nie kann ich deswegen sagen, weil hier ist dieser Schrank. Boah, das ist maximale Verwirrung, dieses Design hier. Was auch völlig okay ist, weil man läuft ja eh nur von A nach B durch. Aber, also ich wüsste hier nichts mehr. Ah. Hier war gerade irgendwie. Oh. Hab ich den mitgekillt? Ich hab gleich keine Muni mehr. Ah! Verdammt! Verdammte Viecher! Oh, der braucht noch nicht. Ah. Oh Mann. Diese Viecher, ey. Ah! So, ist gut jetzt? Gut. Können wir mal ein bisschen looten.
Ich glaube, aus denen kommt auch schon immer direkt alles raus. Die halten so wenig aus, die muss man auch hinterher nicht mehr auftrampeln. Die haben einem schon alles da gelassen. Hier war ein Soldat. Ah, hier ist meine Belohnungskiste, siehst du? Nein! Inventar ist voll scheiße. Ah, erstmal hier noch. Da noch, dort noch. Hier ist die Monorail. Ich nenne sie einfach mal Monorail. Ziel erfüllt. Ach, jetzt ist das Ziel erst erfüllt. Warte, so. Okay, einmal freimachen. Ich werde wahrscheinlich noch viel mehr rausschmeißen müssen. Säurebad. Gottes Willen. Mach das jetzt mal peu à peu, obwohl ich kann ja hinterher. Könnte ich ja auch wieder einsammeln. Mann, okay, dann schmeiß ich alles Mögliche jetzt raus hier. Es stapelt sich natürlich alles da hinten. Es ist eigentlich völlig egal. Ich schmeiß nochmal einen so ein Stase-Pack raus. Und hab ein neues eingesammelt. Stase-Hilfe. Noch eine Stase-Hilfe? Ich hab doch eine drin. Ich hab's wieder eingesammelt. Warum hab ich's denn wieder... Nee, das war das nächste, was ich eingesammelt habe. So, ich glaube, die Stase-Hilfe ist das letzte, was es hier gab. Okay. Gut, also, ich bin jetzt hier wieder bei der Monorail. Ich kann hier... Hier ist noch Zeug. Metall, okay. Ich kann hier zum Vorratslager, das werde ich auch noch tun, aber ich möchte wissen, ob ich mir das eingebildet habe oder ob da am Anfang... Und dafür muss ich jetzt leider nochmal hier rein. Ob da irgendwo was mit Schlüsselkarte war, aber ich glaube, das war der Weg, den ich... als letztes jetzt nochmal gegangen bin. Ah, irgendwas. Hier, oder? Nee. Da oben. Was war denn hier? Energiewandler liegen gelassen. Siehst du, hat sich schon gelohnt. Wo sollte man? Da sollte man. Ach, dann war das hier nur so ein Extra? Nee. Ey, da steigt doch keiner durch. Ist auch ein Aufzug gewesen. Hier geht's ganz wieder raus, oder? Okay, dann war das komplett der Anfang. Ja, stimmt, das war der Anfang. Das ist doch Irrsinn. Das ist doch Irrsinn hier. Hä? Ach ja, hier war ja auch nochmal zwischendurch. Nee. Hä? Jetzt bin ich wieder draußen? Was ist das? Das... was? Nee, das gibt es, wenn ich nicht alles ablaufen. Sorry. Okay, Isaac. Ich hab satt, mich hier rumzuschlagen. Danik hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Jetzt habe ich hier eine... Was? Jetzt habe ich hier was... Was ist denn das? Jetzt muss ich hier wieder von vorne... Jetzt habe ich hier einen Dialog getriggert, obwohl ich eigentlich nur im Kreis gelaufen bin. Scheiße, sorry, dann muss ich jetzt hier nochmal durch. Weil sonst komme ich ja gar nicht zum Vorratslager. Außerdem will ich meinen goldenen Anzug bei Zeiten mal wieder loswerden, danke. Was? Was? Was ist denn mit dir? Bist du hier so ein kopfloser Kamikaze wie aus Serious Sam? Du wirst nicht mehr wiedergeboren. Was? Du wirst nicht mehr wiedergeboren. Abgesehen davon würde ich gerne mal wieder eine der Anzugstationen finden. Hä? Nein, hier ging es runter. Ah ja, lass mal. Oh! Nein! Ach, weil der so lange nachlädt hier. Köpfchen ab. Nein! Ich sage nein. Der Onkel sagt nein. Okay, das ist... Das ist wieder ein anderer Weg? Das ist wieder ein anderer Weg. Der sieht nur so... Oder? Nee, das ist der Weg, den ich schon mal... Das kann doch nicht wahr sein. Hier habe ich doch vorhin die Lurker gemacht. Also vorhin. Vielleicht nicht in dieser Folge, aber hier war ich schon mal. Was für ein Scheiß. War ich da schon drin? Hier hatte ich so ein Artefakt. Hier hat irgendeine Folge angefangen. Hä? Jetzt liegt hier anderes Zeug rum.
Ich bin verwirrt. Und ich soll da unten lang, genau. Das heißt, ich gehe jetzt wieder den Weg, den ich hier schon mal reingegangen bin. Trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Und hier ist auch wieder was drin? Es liegt nur an uns, dass aua! Lass mich in Ruhe, sag mal. Was auch immer du warst. Wir wissen, dass wir keine das ist ja schon ewig her, dass ich den Weg hier gemacht habe. Hier war ich doch drin, ne? Das war so ein Bonusraum, den hatte ich mit Stange gemacht. Die nächste listet auf, welche Personen den Befehl gut. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung... Ja, das ist jetzt leider Backtracking at its worst. Das ist ganz schön wild designt hier. Ach, hier bin ich wieder, siehst du? Und wollte man mich nicht... Nein, ich konnte doch noch woanders rein hier. Was ist denn das alles? Städte? Hier habe ich den Boss gemacht, wir erinnern uns. Hier war doch auch noch was. Hilfe, ich weiß nicht mehr, wo ich rein war. Ich glaube, hier war's. Ja, hier war die optionale Mission. Dann kann man mal nebenbei eine Bank machen. Und den ganzen Kram abladen. Sucherbots. So. Altmetall sieht doch schon wieder ganz okay aus. Genau, dann kommt das noch rein. Meine Belohnung. Gott, lauter Zeug. Okay, wo war... Hier, Waffen-Upgrades. Jetzt können wir nochmal schauen. Geht mir ja eigentlich nur um die... Was haben wir hier? Ich habe noch... Astreine 2... ich habe 2 Schaden minus Feuerrate drin? Da machen wir natürlich was Besseres draus, nämlich... Reiner 2 Schaden. So. Dann ist meine Feuerrate wieder besser, sozusagen. Ansonsten habe ich 1 Schaden, 1 Clip... Warte. Und 2 Schaden minus Clip, ja, ist die Frage. Also, aber jetzt gibt es den Schaden nur noch mit Minus dran, sozusagen, ne? Ach nee, stimmt nicht. Hier Schaden und Nachladen, Schaden und Feuerrate. Ah, Clip, Nachladen, Feuerrate, ja, was ist einem wichtig? Die ist jetzt auch extra in Gold hier, die Platine, ne? Weil die wirklich die beste ist wahrscheinlich. Ach, ich lasse es so. Ich denke da jetzt nicht ewig drüber nach. Oder ich mache unten was anderes. Ich wollte ja sowieso gucken, ob ich die verändern kann. Nee, ich müsste Waffen herstellen. Obwohl. Guck mal. Ich könnte... Also die untere Spitze ist jetzt gerade dieser Nahkampfangriff. Und da möchte ich jetzt mal gucken, ob ich... Hey, ich habe doch so einen Stasi-Verstärker eingesammelt. Wo ist der jetzt gelandet? Neue Spitze herstellen. Und die wäre dann? Chronische Streuung oder mal... Nö. Also irgendwie funktioniert das nicht. Dazu muss ich offensichtlich eine ganz neue Waffe bauen vielleicht. Oder... Keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust, mich damit zu befassen. Was diese Stasi-Verstärkungs-Dings da, was das tat. Das lasse ich so. So, und ehrlich gesagt, dieser Anzug muss weg. Bin jetzt ein bisschen in Gold rumgelaufen. Erstmal gucke ich noch bei der... Was fehlt denn mir noch? Ah, Energiewandler ist immer noch das Problem. Oh, hier würde er gehen. Für Stase nachladen will ich aber nicht, ehrlich gesagt. Nee, das muss dann leider warten. Und jetzt werde ich wahrscheinlich den Energiewandler hier noch verbrezeln, oder? Obwohl, Schaden von Chinese, nö. Das will ich nicht mehr machen. Nee, dann hat sich das erledigt und dann gucke ich jetzt aber bei Anzug wechseln. Und hatte gesagt, es kommt noch der Scharfschützenanzug, auch wenn ich kein Scharfschütze sein will in Dead Space, aber ja, dann haben wir den wenigstens mal gesehen. Ah, da steht was von starke Panzerung und maximaler Schutz. Das schadet ja nicht. Den würde ich auch so... Der sieht ja fast aus wie ein altes Sofa. Gemütlich. Hauptsache gemütlich.
So, okay, jetzt muss ich hier... Ich habe so das Gefühl, wenn man ein bisschen im Kreis rumläuft, dann spawnen hier Sachen wieder neu. Was ja gar nicht so schlimm ist. Moment, da war was. War ich ja glatt übersehen, ein Artefakt. Dann lese ich das jetzt mal. Tägliche Gedanken, Jacob Dennick. Habt keine Angst vor den Herausforderungen, die noch vor euch liegen. Denn ihr seid nicht allein. Wir sind Millionen und unser Glaube an die Marker ist unerschütterlich. Wir haben Unterdrückung überwunden und sind eine der am häufigsten praktizierten Religionen in der Galaxis geworden. Mit den Mitteln der Church konnten wir eine Armee aufstellen und damit Earthgov stürzen. Früher oder später wird Isaac Clarke gefunden. Die Schandflecke auf den Markern werden verschwinden und die Konvergenz wird kommen. Bleibt wachsam, das Ende ist nah. Ja, das Ende ist ja für die erst der Anfang. Also ich habe definitiv schon mal diese Kiste gemacht und jetzt ist sie wieder da. Das ist ja komplett gruselig, ne? Das ist das Gruseligste am ganzen Spiel. So, hier nochmal rein. Und jetzt komme ich doch aber hoffentlich an der Monorail an. Genau, jetzt bin ich hier wieder. Hier war die zweite Anzugstation. Ach Gott, ich habe noch gar nicht die Bots losgeschickt. So. So, ich bleibe jetzt mal genau hier stehen, wo der fährt. Ich hämmer und irgendwann müsste es gehen. Ja. Gut, endgültig bewiesen. Ach, guck mal, jetzt können sie miteinander spielen. Endgültig bewiesen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man den zweiten aussetzen kann. Okay, dann skippen wir mal zum Vorratslager, müsste das geheißen haben. Hier ist ja noch so viel. Archäologie, Marker, Isolierung. Scheine ich noch häufiger zu benutzen dann. Also, das müsste jetzt erledigt sein, Waffenarsenal. Da habe ich auch meine Belohnung bekommen. Jetzt kommt's. Vorratslager. Sind wirklich schlecht aufgelöste Filme, muss man leider sagen. Also, das fällt richtig ab, ne? Irgendwie ging denen da das Budget aus für HD. Haben so unbenutztes Material aus der Wii-Version genommen. So, ist das noch eine Nebenmission oder was bedeutet das jetzt? Noch kommt keine Anzeige. Aber ich schaue mich hier mal um. Ja, er will mich zurückhaben, aber... Achso, einmal Bank, einmal hier. Da geht's rein. Da geht's rein. Ist echt verwirrend, ne? Ach, ist ein Schrank. Ist ja nur ein Schrank. Okay, dann geht's nur da rein. Der nächste Aufzug. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier mit meiner Schlüsselkarte machen kann. Wow. Elevator to Hell. Das hört ja gar nicht auf. Hallo? Wow. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Die nächste Bank. Was ist denn hier los? Optionale Mission, Vorratslager und schon wieder eine Anzugstation. Naja, jetzt bleibe ich natürlich erstmal in diesem Anzug. Ist fast ein bisschen schade, dass man wirklich nicht so viel von den Anzügen sieht. Weil alles so dunkel ist. Hier ist noch ein Audiolog. Das verrät mir bestimmt was übers Vorratslager. Lumley! Russo! Ist da wer? Ach, verdammt, hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt?
Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Ohne Mampf kein Kampf. Ja, ich würde sagen, das soll das Motto für die nächste Folge sein. Für heute bin ich raus. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.